Moin Leute, ja, am 10. Februar ist es nun soweit. Das neue Insektenschutzgesetz und Pflanzenschutzanwendungsgesetz soll im Kabinett beschlossen werden. Diese Gesetze sollen einen Rechtsrahmen für den Insektenschutz bieten. Das klingt jetzt erstmal super, weil es ja auch den Insekten helfen soll. Aber bei uns Landwirten sorgt das Ganze im Moment für richtig viel Ärger. Besonders einige Punkte stoßen uns hier sauer auf. Ein komplettes Anwendungsverbot von Herbiziden und biodiversitätsschädigenden Insektiziden in den Schutzgebieten. Das wird den Anbau einiger Kulturen in diesen Gebieten unmöglich machen und damit auch einigen Betrieben die Existenz nehmen. Es fehlen ganz klar Definitionen. Was ist überhaupt biodiversitätsschädigend? Ist es die Menge, die eingesetzt wird, oder die Häufigkeit, oder der Zeitpunkt? Oder. In einem Gesetz muss sowas ganz klar geregelt sein. Es werden Gewässerrandstreifen festgelegt, ähnlich wie hier, 5 Meter breit ohne Bearbeitung, dieser ist 3 Meter breit, oder 10 Meter ohne Pflanzenschutz. Das Ganze passiert nicht mehr wie hier auf freiwilliger Basis, sondern verpflichtend. Das Ganze grenzt an eine Enteignung und führt bei einigen Betrieben zu massiven Ernteverlusten und Ausfällen. Der Einsatz von Bioziden soll in Naturschutzgebieten gänzlich verboten werden. Das hat enorme Auswirkungen, nicht nur auf die Landwirtschaft, sondern auch auf den Wald. Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners wird dadurch unmöglich. Allein die Ausgestaltung der Entwürfe zeigt, dass hier erneut Politik gemacht werden soll, ohne diejenigen einzubeziehen, die es betrifft, uns Landwirte. Es wird von oben herab mit Verboten, ohne gute fachliche Praxis gearbeitet. So kann es nicht weitergehen. Es werden Maßnahmen beschlossen, die wirklich Betriebe in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Es muss sein, dass die Betriebe einen finanziellen Ausgleich bekommen, weil sonst können diese Betriebe bald nicht mehr wirtschaften und stehen vor dem Ruin. Wir Landwirte stellen uns doch nicht gegen die Natur, Gewässer oder Insektenschutz. Ganz im Gegenteil. Es gibt in Deutschland schon viele gute Beispiele für Systeme und Projekte, die gemeinsam und kooperativ umgesetzt wurden. Aber das ist eben der Punkt. Gemeinsam und kooperativ. Wir müssen weg von dieser Verbotspolitik. Diese Politik hilft den Insekten nicht und zerstört viele landwirtschaftliche Existenzen. Wenn die Politik so weitermacht, dann opfert sie einen Großteil der heimischen Nahrungsmittel- und Rohstoffproduktion. Wir müssen doch einen vernünftigen, gemeinsamen Weg finden. Wir Landwirte sind dazu mehr als bereit und wir machen auch schon sehr lange Angebote. Die Gesetzentwürfe und das Verhalten vieler Politiker sorgt dafür, dass aktuell wieder viele Landwirte auf dem Weg nach Berlin sind, um ihrem Unmut Luft zu machen und den Druck auf die Politik zu erhöhen, damit diese endlich nachhaltig im Sinne von Natur und Landwirtschaft handelt. Wir müssen doch endlich mal weg von den ganzen Verboten. Denn dadurch werden wir Landwirte mal wieder nur im Regen stehen gelassen. Und wir brauchen fachlich sinnvolle Lösungen, die der Umwelt und den Insekten auch wirklich helfen. Und es geht nur mit uns Landwirten zusammen. Denn wir arbeiten seit Generationen auf unseren Familienbetrieben hier und setzen uns ein für Insektenschutz, für unser Wasser, für unsere Umwelt. Denn davon leben wir und die brauchen wir. Also, liebe Politiker, verabschiedet diese Gesetze so nicht, sondern setzt euch mit den Landwirten zusammen, setzt euch mit uns zusammen und lasst uns gemeinsam nach Lösungen suchen, die der Natur helfen, die den Insekten helfen und die uns Landwirten das wirtschaftliche Überleben sichern.